Willkommen Leute, im nächsten Part. Letzte Part haben wir so schöne Dings gemacht und jetzt machen wir das hier. Ich hoffe, das war Erklärung genug. Sehr gute Arbeit, Commander. Und jetzt stellen wir uns endlich unserem Feind. Vater? Nein, was vielleicht. Ist los? Du hast uns enttäuscht. Total. Enttäuscht? Wir haben Pearl Harbor gerettet. Das hast du. Doch während du auf Honolulu konzentriert warst, ist der Feind durch unsere Reihen geschlüpft. Eine alliierte Flotte ist schon auf dem Weg nach Tokio. Das Einzige, was sich zwischen der Flotte und unserer Heimat befindet, ist eine schwimmende Inselfestung. An ihr kommt keiner vorbei. Vater, wir sollten allerdings weiter vorrücken. Wir sollten... Und was, wenn die Festung sie nicht stoppen kann? Dann... Tokio wird untergehen. Nein, wir müssen diese Festung verteidigen und die alliierte Flotte ausschalten. Beseitigen Sie alle feindlichen Truppen im Südpazifik. Tja. Jetzt haben wir die Insel eine schwimmende Festung. Ist das nicht lustig? Ja, was müssen diese wir da verteidigen? Die kämpfen nach Festung. Wie vor gegen das Unausweichliche. Ich nehme an, die, oder die Generatoren. Ja, die Generatoren, denke ich. Noch mehr Schiffskämpfe. Fangen Sie den alliierten Konvoi ab. Aha. Ah, Konvoi. Das klingt gut. Das sind die einzigen Befehle. Sie hat doch gesagt, ihre Befehle sind klar. Ja, aber fangen Sie den Konvoi ab, mehr nicht. Tja. Ach! Ja, ich wusste es doch. Oh Gott, MBS. Die Lage ist äußerst kritisch. Wenn die Alliierten durchbrechen, sind sie nicht mehr weit entfernt von Japans Festland. Sie müssen aufgehalten werden. Der Tenno hat ihnen dieses Rocket Angels. Geschenk gewährt. Die Rocket Angels. Diese graziösen Dienerinnen gleiten durch die Wolken und lassen die Hölle auf all ihre Feinde herabregnen. Boah, warum hast du Rocket Angels? Hab ich? Ach nee, ach. Ach du nee. Hast sie. Nee, du hast, ich hab sie nicht. Also, ich auch nicht. Also Team 3 hat sie, okay, cool. Oh geil, wir haben einen Coco-Commander. Ja, ein Coco-Commander. Ist das nicht cool? Ist ja cool, wenn der Coco Commander uns helfen wird. Haha, du hast nur so billige Panzer und so. Ich habe zwei Schlachtschiffe und einen Naginata-Kreuzer. Was? Ich protestiere. Du hast billig U-Boote und vier Panzer, das nenne ich mal armselig. Ah. Und ich habe Rocket Angels. Ich auch. Nein, verdammt, ich dachte, ich wäre die Einzige. Das wird so schön, oder? Den ich mal Team 2. Ups. Ah. Wenn wir hier Dings wechseln. Oh mein Gott. Abschießen! Die aktivieren mal die anderen zwei. Ah. Bin dabei. Wie heißen die? Team 1, Team 2. Oh geil, ich hab fast alle Elite. Also zumindest die Naginata-Kreuzer. Und zwei Elite. Wenn das nicht cool ist. Au. Ist das nicht süß? Der Angriff war nicht sehr sportlich, oder? Ein unbewaffneter Transporter. Tch. Wenn das alles ist, was sie drauf haben, dann werden sie hier bestimmt nicht alt werden. Yo, Gillis, was geht ab? Was ist das? Ach, oh. Das sind Delfine. Alliierte MBFs nähern sich. Wie viel sind's? Ja. Fünf. Ja. Ich deaktiviere drei und so anderen zwei. Ich schnapp mir die ersten beiden. Oh, die habe ich auch schon. Naja, komm. So, einmal Torpedo schießen. Der hat auch einmal Torpedo ballern. Oh, der geht mal weiter weg, sonst wird. Opfer! Naja, war ja nicht so schwer. Oh mein Gott, überanstrengt uns nicht.
Das ist zu viel, ey. Wir haben gerade erst angefangen. Das. Nee. Ja, das ist hier ey, voll schwer irgendwie. Ja, ich glaube, das wird auch wieder so ein Fail-Part, ey. Ja. Soll ich deaktiviere alle drei? Also, das ist voll schwer irgendwie. Ja, ja, meine Rede. Wieso? Und was kommt jetzt? Oh, ja. Ein Zerstörer, 2, oh. Das sieht anspruchsvoller aus. Und Kryokopter. Warte mal, können die Rocket Angel eigentlich Luftabwehr bieten? Ja, sie können alles beschießen. Komm, wir machen mal eine Front auf. Ich gehe zum Angriff. Ich habe ein paar Elite-Naginata, Kreuz und ein paar Schokolenschlachtschiffe, das sollte reichen. Ich wollte eigentlich sagen, dass ich mich um die Luft kümmere, aber... Oh, mein Elite-Dings, der zieht sich mal zurück. Ich hasse immer, wenn diese Kryokopter alles einfrieren. Oh, MBFs. Ich deaktiviere den einen. Bis auf einen Tsunami-Panzer und zwei Rocket Angel habe ich alle auf Elite. Echt? Ja. Ich habe auch alle Elite. Bis auf die Rockets, aber... Und ich habe so einen Verwundeten. Ah, oh, der geht mal weg. Ich deaktiviere die anderen. Booster Online. Ja, sehr schwer. Ich will diese Schiffe behalten. Die sind jetzt gerade alle so schön. Und die muss man jetzt nicht kaufen. Der Tenno braucht sie dringend bei der Verteidigung der schwimmenden Inselfestung vor den Alliierten. Ja, wir können ja diese Schiffe mitnehmen. Also ich zumindest. Ich weiß nicht, ob du mit deinen da zufrieden bist. Ach jo. Nur die sind ein paar Kleineinheiten. Ich meine, 2 oder 3 kann ich auf das Land mitnehmen. Und sogar die Rocket Angel auch. Ja. Ja, sicher. Kein Problem, mehr tagtäglich. So wie das da aussieht, schaffen wir das. Oh Gott. Oh, Skywing. Und Rocket Angels. Ich gehe da oben ganz rechts zum Generator. Ganz oben. Lol, ich habe Einheiten bekommen. Was steht da? Eskortieren Sie die dahin in den Generatoren? Okay. Unser Verbündeter wird angegriffen. Mach mal die da oben platt von dem Dings. Vom Generatorkern. Dabei. Vor meine Ingenieure sterben. Oh, meine Fresse. Kritisches Gebäude wird angegriffen. Unser Verbündeter wird angegriffen. Damit habe ich gerechnet. Oh mein Gott. Ah, lauft! Lauft um euer Leben! Unser Verbündeter wird angegriffen. Eine Einheit wird angegriffen. Feuer! Die Ingenieure dürfen nicht sterben. Oh, der kommt ja auch noch von da oben. Ich dachte schon, ihr fragt nie. Josh. Sie brechen oben durch. Ja. Und hier unten auch noch. Oh oh. Ich kümmere mich um. Nein, nicht der Hund. Ah, lass ihn. Oh, nicht schlecht, was war das denn? Peacekeeper. Links. Ach komm, kennt mich. Er ist direkt unter uns. So, Hund. Das gefällt mir schon besser. So. Fliegen wir hin. Oh, es wird jetzt knapp. Er ist direkt unter uns. Ich helf dir. Ach, der Ingenieur. Nein, lass ihn, verdammt. Scheiße, Bonus-Ziel verloren. Mist. Warum hast du den da lang gebracht?
Ja, für die Zeit, da dieses Ding da zu erobern. Wir hatten doch noch eine Minute gehabt. Reparieren Sie. Ja, aber das Bonusziel heißt, es wäre in diesen paar Minuten da. Ja, innerhalb von. Ja, wir hätten noch eine Minute 30 gehabt. Ja, aber ich dachte, das sind ja die einzigsten Ingenieure, deswegen fand ich das verwirrend. Heißt, wir haben jetzt keine Küstenartillerie mehr, oder wie? Doch, irgendwie schon, aber. Da kommt übrigens Transporter. Nicht alle sind aktiviert. Ah, okay. Oh, das wird jetzt knapp sein, eine Minute. Bis wohin fährt der denn? Ich hoffe direkt vor den Kern, das wäre nämlich sehr nett. Ich kümmere mich um die Leute, die da hoch wollen. Egal. Ja, hopp, sprint, los, hopp. Der Sprint hält nicht sehr lange, aber ich versuch's. Die gehen mal in den Turm. So, jetzt muss man eine Pause machen. Super. Das Bonusziel können wir wohl vergessen. Kannst du dich noch an die Amerika. An die Amerika. Ja, weil die Strecke ist viel weiter weg. Was hat das damit zu tun? Los, sprint jetzt bei den anderen, hopp! Ach, nee, die kann auch nicht so lange sprinten. Guck mal, der hat ja gerade gesprintet 9, hier und. Ach. 7, 6, blöde! Ja, komm, das juckt sowieso keinen hier. Das Bonusziel ist sowieso so unwichtig hier, dieses. Hätte nicht so viel Bedeutung. Es wird eurem Kommando würdig sein. Scheiße, wie viele sind das denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Neue Bauoptionen. Ich will ein MBF haben. Wo ist das MBF? Repariert. Ich will nicht da unten sein. Neues Einsatzziel erhalten. Schützen Sie die Energie. Da kommt eine Flotte. Und 2 MBF. Ui. Ah, okay, wir haben anscheinend 3 Stützpunkte. Ach du Scheiße. Unterstützen die Verteidigung der schwimmenden Festung. Neues Einsatzziel erhalten. Ich habe eine Idee, wo ich mich aufbaue. Wo? Ach, herrje, du meine Güte, Sie haben ja mächtig Material hergeschafft. Ach, halt die Klappe. Umso besser für meinen Ruf. Immerhin habe ich kurzen Prozess damit gemacht. Hör auf zu reden. So. Oh, Flugzeugträger. Ich muss hier alle mal ein bisschen sortieren. So, die sind Team 2. Die gehen da hin. Ich platziere mich einfach da oben in die Ecke. Dann haben wir hier noch diese Rocket Angels. Ich gehe am besten zu den Raffinerien dann hoch. Ich habe einen Großrechnerkern, den baue ich auch hier oben auf. Stationierungsort bestimmt. Hier hält dieser blöde, dieser scheiß Raffineriekern. Jeder von uns kann 3 Raffinerien haben. Echt? Ja, also hier oben sind 6 Stück und ich habe ja schon eine. Ja, wenn wir es gescheit platzieren alles. Ich erwarte euren Befehl. So, Großrechnerkern ist auch schon da. Das Ding ist zwar Stufe 2, aber... Feindliche Einheiten entdeckt. Nee, ich verkauf das hier. Gebäude verkauft. So. Bau abgeschlossen. What the fuck, was zur Hölle schicken die da? Der Verbündeter wird angegriffen. Flugzeugträger. Aber die Energiekerne sind... Oh, die können wir sogar reparieren, das ist praktisch. Was? Die Energiewellengeschütze. Ich repariere mal ein paar. Wow, sind die heftig. Der eine hat gerade einen Flugzeugträger mit einem Schuss zerstört. Ja, das ist praktisch. Da müssen wir ja rein theoretisch nichts machen. Rein theoretisch. Aber sie haben keine Luftabwehr. Das ist, glaube ich, das Blöde. Aber ansonsten... Ja, dann stellen wir da halt ein paar Luftabwehrleute hin. Eine Frage. Na? Und zwar... Oh, der hat 3 Punkte. Würde ich gerne wissen, ja. Ob die Panzerknacker auch Luftabwehr sind. Nee. Die können nur Panzer beschießen. Nein, meine Docks. Die Docks unten. Ihr Säcke. Wenn du willst, kannst du deine Docks hier auch hier oben bauen. Ja, hab ich vor. Oh, fuck. Ziel wählen. Wo sind die Ingenieure? Unser Verbündeter wird angegriffen.
Nee, das nicht. Verdammt. Das repariert sich auch schon. Deine Panzer werden übrigens jetzt angegriffen. Ja, genau. Gegenangriff! Komm, 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 komm. Oh. Blöde Energiewelle. Danke. Obwohl, die Yare Mini-O-Boote, die bringe ich mal hier hoch. Oh, Nanoschwarm. Nanoschwarmkern. Doxkern. So. Oh. Kritisches Gebäude wird angegriffen. Was zur Hölle ist mein MBF? Was zur Hölle macht das da? Wo ist das denn? Ach. Wo willst du dich denn platzieren? Weg damit. Ah, der Ingenieur soll sogar erst rennen. So, repariert. Perfekt. Bau abgeschlossen. So, das wird auch mal repariert. Was brauchen wir sonst noch? Zwei Turmkerne. Dürfte gut sein. Turmkerne. Die kommen von unten. Und zwar heftig. Ja. Oh, das ist schlecht, wenn das Ding eingefroren ist. Also die Kollegen kommen von drei Basen. Von oben kommen sie mit Luft. Okay. So. Die machen das. Die gehen dahin. Nope. Nicht mit mir, Jungs. Nicht mit mir. So. Unser Verbündeter wird angegriffen. Wir sollten das mal alles mal ein bisschen reduzieren. Reduzieren? Ja, ich habe ja diese Naginata Kreuz- und Schulschaftschiffe. Und ich werde einfach mal versuchen, damit anzugreifen. Hätte ich da noch ein bisschen mehr Licht. Ach, du bist ganz da oben. Ja, ich bin da oben in der Ecke. Da habe ich weniger Nerven mehr Leute. Okay. Ja, dann würde ich vorschlagen, bleibt einer von uns hier auf der Insel. So. Ah. So. Bau abgeschlossen. Sea-Wings. Kritisches Gebäude wird angegriffen. Neue Bauoptionen. Upgrade abgeschlossen. Kritisches Gebäude wird angegriffen. Wird gebaut. So. Irgendwas auf dem Sonar? Hier, ihr seid Team 1. Seht meine Vernichtungsflotte. Bin unterwegs. Unser Verbündeter wird angegriffen. Sowas kann man ja unmöglich verlieren. Ein Energiewellengeschütz. What the fuck? Warum sind hier Energiewellengeschütze offline? Ich glaube, die Generatoren haben zu wenig Strom. Da muss man eins reparieren. Generell guck mal links unten. Da müsste eventuell ein Ingenieur rein. Jetzt haben wir gleich ein Problem. Ja, ich schicke welche rein. So. Oh, ich versuch's mal. Ja, kritisches Gebäude wird angegriffen. Ist eine wunderschöne Geschichte. Kritisches Gebäude wird angegriffen. Es gab mal ein Gebäude, das war kritisch. Und es wurde angegriffen. Schön, dass sie hier nichts haben. Oder zumindest so eine schlechte Verteidigung haben wie sonst was. So, das hier. Also sowas, so mit sowas kann man leben, dass sie ja nichts haben. Hier sind meine Links da. Alter, guck mal. Hier unten. Boden. Oh mein Gott. So, mal ein bisschen weniger. Eine
Also da unten haben sie eindeutig mehr Schiffe. Ich würde vorschlagen, da ich sowieso hier so viele, so eine riesen Armee habe, dass du einfach verteidigst, okay? Ich? Ja. Ich habe hier so viele Naginata und ich baue noch ein paar Schwune nach und so. Und ich werde ja nicht gestört beim Bau von irgendwas. Welchen Deppen und so. Der Generator wird wieder angegriffen. Welcher? Der untere. Das ist ein. Ja, komm, mit wie vielen Bomber kommt denn der? So, ja, komm. Wow. Kein Wunder, dass wir keinen Strom haben. Ja. So, Zeit, den nächsten Stützpunkt zu pulverisieren. Alter, wie viel? Da kommen wieder drei Stück. Oh, hier muss man Stufe 2 machen. Hier baue ich mal 10 Stück hiervon. Hier baue ich auch mal 10 Stück davon. Hier baue ich mal 4 Stück weitere davon. So. Dürfte für eine Weile reichen. Und, oh, der kommt ja mit Apollos. Das ist, keine Ahnung. So, mach mal hier das. Rache! Rache ist Blutwurst. Warum sagt man überhaupt Blutwurst? Keine Ahnung. Man kann auch sagen, Rache ist Schinken. Oder Salami. Ja, Rache ist Salami. Hat die Blutwurst irgendeine besondere Geschichte? I don't know. Oh. Wir killen die Delfine brutal mit Torpedos. Ist das nicht schön? Schon irgendwie. Ja. Oh. So. Ach, nochmal, Drohnen-Schwarmschild, irgendwie sowas. Verteidigungsdrohnen. Oh. Oh, oh. So, oh. Aha, heute nicht. Überraschung. Überraschung? Es gibt eine. Oh. Oh, wir können Energiewellengeschütze machen, geil. Ja. Ja, die sind Typ 1. Aber ich kann keinen Nanotech-Großrechner mehr machen. Nee, kannst du nicht bauen? Nein, ich kann bauen, kann ich ihn nicht. Oh, ich kann auch nicht bauen. Gut, dass ich das da oben in der Ecke platziert habe. Ja, meiner ist kaputt gegangen. Cool. Okay. Zweites Ding wird jetzt auch kaputt gemacht. Hast du noch irgendwas zu sagen, bevor der stirbt? Bye. Noch verletzte Worte, Gilles. Nein? Also, es klingt gut. weise Wortwahl. Das ist genauso wie das Lagerfeuerlied, wo Thaddäus nichts sagt. Alter, der singt. Ach, der klar sagt er was. Der singt perfekt. Oh mein Gott. Der hat da Geschütze aufgebaut. Wo ist denn das MWF? Ah. Gut reagiert. Ich gebe die Unterstützung aus der Luft. Okay. Der Nanoschwarmkern ist in 3 Sekunden bereit, dann kann ich das. Ah, das MBF muss weg. So. Nee, es war dumm. So, bitte diese Mini-Geschütze entfernen und den Zerstörer. Kraftwerk noch. Kraftwerk. Ich würde vorschlagen, dass du auf die Kraftwerke schießt. Ja, das versuche ich gerade. Und der kann Strom. Sehr schön. Ich kümmere mich um das eine da unten. Gut. Die mehrere Runden da unten. Ich setze noch letztes Geschwader hinterher. Oh, viel hat's ja jetzt nicht unbedingt gebracht. Oh Gott, hier ist es so warm. Heute ist ein so warmer Tag. Ja, irgendwie schon. So, die Schiffe da oben. Ach komm. Die Haufen Shogun-Schlachtschiffe können wir auch mal runterkommen. So, die 2 Elite hier. Und was haben wir sonst noch für Fähigkeiten? Oh, letztes Geschwader X.
So. Die schlagen sich wirklich schlecht. Greifen an, aber haben Emmy kaum Verteidigung. Gut, dass sie die ganzen Naginata-Kreuzer vernichtet haben. Respekt, aber. Naja. Zack, zack, zack. Machen wir Wegpunkte. Das. Mach, bevor du die restlichen Gebäude zerstörst, erstmal die Generatoren platt. Ich habe da sehr, sehr viele Schrotschlachtschiffe. Das passt schon. So. In Deckung! Oh. Komm, Schrune. Machen wir mal noch Speed. Naja, irgendwie habe ich gesagt, dass sie durch die Gebäude rasen, aber naja. Eins hat sie gerade angestutzt. Ja. Schrune-Schlachtschiefe. So, tot. Auch noch die Geschütze. Okay, naja, wir haben Zeit. Schon irgendwie. Ja. Bom, 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 bom. Aber ohne Scheiß, die Skywings erinnern mich echt an die Skrin Fighter aus Command & Conquer Imperium Wars. Ja. Außer, dass sie nicht ins Wasser können, aber sonst. Und gewonnen. Sau schwierig. Du hast noch einen einzigen. Sie haben in dieser verzweifelten Stunde für den Tenno einen triumphalen Sieg errungen. Ich bin sicher, er wird darüber sehr erfreut sein. Die Verteidigungszone geht ja nach einer Zeit kaputt. Das wusste ich gar nicht. Ja, doch, klar. Ja, das habe ich nicht erwartet, ehrlich gesagt. Soll ich dir sagen? Oh, lol. Geile Kurve, oder? Ja. Wie sieht es strukturell aus? Da habe ich mehr. Und ressourcig, da haben wir sowieso mal gleich. Ja. Ja, damit endet dieser Part, würde ich mal sagen, bis dann.